Herzlich willkommen zusammen zurück hier in Medieval Dynasty. Und ich dachte mir, heute fangen wir so ein bisschen mit Deko-Objekten an. Wir haben hier die Schmiede und die ist jetzt hier gerade so eine Dorfgrenze. Wir haben hier noch jede Menge Platz, wo nichts mehr hinpasst. Und da dachte ich mir, können wir hiermit mal anfangen. Ja, so eine Schmiede hier, die stellt hier oben verschiedene Barren her. Ja, die werden hier eingelagert. Aber was wir jetzt hier nicht sehen, sind die Rohprodukte. Also es wird ja quasi ja, Erz geschmolzen. Dafür brauche ich irgendwie Holz und dann die einzelnen Erze. Und da dachte ich mir, ja, dann bauen wir dafür jetzt irgendwie ein kleines Lager, wo wir das ganze Sach einlagern können. Und lass mal hier mal so ein bisschen Abstand. Oder mache ich das Lager bis hin? So, irgendwie. Zack. Und dann natürlich. So. Und hier vorne ähnlich. So. Es gibt Hindernisse, was? Ich will den jetzt fertigstellen. Ich glaube, ihr könnt euch wahrscheinlich gerade noch nicht sonderlich viel drunter vorstellen. Aber abwarten. Bis es fertig ist. Und dann können wir beurteilen, ob das Ganze cool ausschaut oder nicht. Oh, ich brauche wieder Holzstämme. Vielleicht nehme ich noch ein paar. Stöcke mit. Na, 14 brauche ich nicht mehr. Stöcke. So. Das ist einfach nur so ein bisschen eine Spielerei. So. Dann hätte ich gesagt, machen wir das hier mit. Ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Wo ist denn hier ein Hindernis? Oh. Oh, sieht gut aus. So ein paar Kammern hin quasi. So. Machen wir den mal kurz fertig. Und dann zeige ich euch, wie das gleich aussehen soll. Man kann sich ja quasi die Deko, wie man sein Dorf dekoriert, auch jetzt fehlt ein Stock, selber bauen aus ganz normalen einzelnen Bauelementen. Man muss jetzt nicht immer irgendwie ein fertig vorgefertigtes Deko-Objekt nutzen. So, ein bisschen Brennholz laden. Und noch ein paar Stöcke wollte ich. Eigentlich genau einen. So. Ich bin schon jetzt gespannt auf eure Meinung, wenn es fertig ist, wie ihr das Ganze findet.
würde jetzt einfach sagen, wir gehen hier in die Ecke. Und dann ins Inventar und Brennholz. Genau, wir füllen jetzt hier einfach in die Ecke ganz viel Brennholz rein. Immer schön einzeln, sage ich ja natürlich. Möglichst wenig von der richtigen Ressource nutzen möchte, wenn ich da irgendwie mehrere in eins pack. So, das liegt weit vorne, das nehmen wir mal weg. Oh, du bist auch daneben gefallen. Da müssen wir hier noch ein bisschen mehr reinfüllen. Da muss ich lang. Aber wir haben ja noch jede Menge Brennholz. Ich glaube, das sollte dann voll reichen, hoffe ich zumindest. Weil eigentlich... Ui. Das ist ein bisschen weit weggefallen hier. Ich glaube, wir müssen gleich mal außen rum. Mir fällt gerade auf, wenn ich das irgendwie nehmen kann. Vielleicht platzieren wir das hier doch irgendwie ein bisschen ordentlicher, oder? Schwierig. Oder wir machen es so. Funktioniert das? Ja, das wollte ich nicht. So, dass wir quasi sagen, wir... stapeln hier vorne einmal schön sauber selbst. Reihe Holz. Vielleicht müssen wir dazu hier mal so ein bisschen was ablegen. Es dauert halt. Deko dauert immer. Ich weiß nicht, das hier vielleicht noch ein bisschen vor.
So langsam wächst der Stapel. Was ich vermute, ist, dass hinter der Wand auch ganz viel Holz liegt. Ich glaube, ich habe da ein bisschen was zu weit weggeworfen. Da müssen wir dann noch suchen gehen. So. Erinnert mich gerade an so meine Jugend. Meine Eltern haben Landwirtschaft und einen eigenen Wald, und da war dann meine Beschäftigung im Winter auch immer Holz hacken und aufstapeln. Salat, das wollte ich jetzt nicht. Kommt der da hinten rein? So. Sehr schön. Da in die Ecke hätte ich gerne. Vielleicht können wir hier dann noch so ein paar wenn noch 20 über 20. Jetzt schon irgendwas anderes weggeworfen. So. Oh, da liegt auch noch ein Haufen. Ich laufe mal kurz außen hin. Uiuiui. Uiuiuiui. Vielleicht sollte ich nicht so viel auf einmal machen. Legt das Holz im ganzen Dorf rum, wenn ich hier am Arbeiten bin. Weiter fällt mir gerade ein. Der ist hier so schön hingestapelt. Cool. Schnell hier einsammeln. Wir können hier noch mal ein bisschen was abladen. So, mal ganz schön Holz hier aufgebeigt.
Da oben auf dem Dach liegt auch schon Holz. Ach, und hier drin auch noch. Kontrollieren wir nochmal. Die komme ich gar nicht ran. Eieiei, wie weit ist... Die habe ich aber schon ewig gebaut. Die habe ich vergessen. Dachte kurz, das wäre auch Holz. So, machen wir hier noch ein bisschen was. Sehr schön. Unser Holzlager als Deko-Objekt ist voll. Dann nehmen wir als allernächstes hier raus Kupfererz. Das brauche ich jetzt auch nicht so sehr. Und füllen das in die nächste Ding rein. In die nächste Box. Tadam. Schauen wir mal, wie das hinfällt. Okay, das fällt einfach runter. Mal 10 Stück. Sehr schön. Dann können wir was haben wir denn noch? Gibt es noch Bronze und Eisen? Zinnerz, meine ich. Da entsteht dann schlussendlich Bronze draus. Da machen wir hier die Box dafür. Hat Steine. Erzsteine. Habe ich denn Werkzeugtechnisch? Was habe ich denn da alles dabei? Schade.
Komm, die müssen wir irgendwie noch schön dahinstellen. Mal dich so. Irgendwie gedreht. Nee, ich muss da rein. So. Wie schaut es aus? Hat doch was, oder? Jetzt will ich nur schauen. Liegt von dem Erz auch was hier aus und ist nur ein Stein? Hier hinten haben wir halt ein bisschen Holz, aber das Erz ist nicht rausgefallen. Sehr schön. Das macht doch was her. Wir müssen halt noch ein bisschen mehr auffüllen. Aber ja, so im Ganzen hat es doch was. Wie gefällt es euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.